es war einfach ein Zufall. Und ich bin vorbeigegangen und ich habe gedacht, okay, ich lasse mein Fahrrad reparieren, weil die Licht war ein bisschen locker. Und dazu sagte jemand zu mir, hast du Lust, eine Fotoshooting zu machen? Und da habe ich gedacht, na klar, mache ich gern. Ja, da bin ich der Radlstar geworden. Und da fing es alles an. Ich heiße Amelia Boni, wohne in München seit ungefähr 7 Jahren. Ich arbeite als Hotelfachfrau im Hotel am Isetor und ich bin 29 und ich radel gern, weil ich fit bleiben möchte. Also ich habe gesehen, dass in München, es gibt mehr Leute, die Fahrrad fahren in München. Also Familien, Wochenende sieht man am meisten die Leute. Und München, also eigentlich kann ich einfach sagen, München ist eine Fahrradstadt. Es gibt Autos, aber trotzdem gibt es auch mehr Fahrräder. Und mit München kann man schneller, ist man flexibel. Man ist schnell überall. Frische Luft, Natur. Bekommt auch Sonnenbrand. Und Sport, das war, ja. Es ist besser, als wenn man sitzt, weil wenn man seine Fahrrad nimmt, dann bewegt man sich, ohne das manchmal zu merken, dass man hat Sport gemacht. Deswegen liebe ich mein Fahrrad oder Fahrradfahren. Ansonsten in München, zu vergleichen mit den anderen Städten, die ich gesehen habe, München hat Radwege und das finde ich total super. Ich habe es vor 5 Jahren gelernt, in die Tramsel, in einem kleinen Dorf. Und das Erste musste ich zuerst balancieren. Ich hatte mein Rad und musste einfach die Füße auf die Seite. Jemand hat zu mir gesagt, ich muss einfach die Balance, wenn ich die Balance habe, dann kann ich Fahrrad fahren. Und so war es. Und dann ging es schlug, also ich bin 2-mal runtergefallen, aber danach ging es weiter. Freizeit. Ich radel, einkaufen, ich gehe in Fitness und dann spiele ich Basketball.